Hallo, herzlich willkommen. Heute kommt Fabian Boll, der Fußballgott. Das ist Fabian Boll, Pokalheld und ehemaliger Kapitän des FC St. Pauli. Er schießt Tore wie kein Zweiter und deshalb ist er auch unser Fußballgott. Heute kommt er zu mir in meine Küche. Ich freue mich tierisch. Herzlich willkommen, Fabian Boll. Ja, ich dachte, ich hatte Fabian Boll. Hallo, hallo, hallo. Setz dich. Dankeschön. So. Ach, das ist ja mal möglich. Hi, schön, dass du da bist. Ja. Was möchtest du trinken? Ich nehme Bier. Wenn ja, ich auch, aber ohne Promille. Ohne Promille? Ja, ich muss ja noch fahren. Weißt du. Ach, auf dem Bau groß geworden. So in etwa. So in etwa. So, Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Danke für die Einladung. Danke, dass du hergekommen bist. Kaum bist du raus bei St. Pauli, verlieren sie gegen Dortmund, ne? Warst du beim Spiel? Nee, ich habe zu Hause. Meine Frau war beim Spiel. Ich habe zu Hause auf die Lille aufgepasst. Hast du eine Tochter? Ja, seit 15 Monaten. Nein. Das war ja auch ein Grund, warum ich... Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Sag mal das nach 15 Monaten noch? Immer. Ja, immer. Auch wenn das Kind 15 ist und man das vorher nicht wusste. Dankeschön. Macht Spaß. Ja? Ja, unheimlich, ja. Hier, es gibt ein Buch. Die Autobiografie von Fabian Boll. Ich hab's gelesen. Ja. So. Du hast aufgehört gerade. Naja, vor ein paar Monaten. Aktiv, ja. Genau. Was machst du jetzt? Stimmt das Gerücht, dass du Jugendtrainer wirst? Bin Co-Trainer U23. Bist du? Ja, ich habe das ja mit Maggie gemacht, bevor Maggie hochgezogen wurde. Ja. Dann habe ich das 4 Wochen interimsweise gemacht. Genau, das war nämlich das, warum ich... Das wurde mir gesagt. Genau. Ja. Ja, ja. Sehr erfolgreich übrigens, kann ich erstmal betonen. Ja? 4 Spiele, ungeschlagen. Nein. 3 Siege. Wirklich? Bist du ein guter Trainer? Es macht auf jeden Fall Spaß, ne? Also es ist, ja gut, wenn man so viele Jahre Fußball gespielt hat, dann weiß man natürlich gerade, wie man die Jungs auch catchen kann, ne? Ja, klar. Und funktioniert nicht jedes Wochenende, also man kann ja nicht jede Woche sich da hinstellen und irgendwie eine Brandrede halten, aber so für die kurze Zeit war das schon ganz in Ordnung, ja. Machst du es ähnlich wie Stani? Oder ganz viel anders. Viel abgeguckt, ne? Ja? Ja, also ich habe mir von allen Trainern, die ich hatte, wirklich so abgeguckt, teilweise auch, wie man es nicht macht. Gerber, ich habe es doch gelesen, ne? Da gab es ja. Ja, alles hier drin, das sind keine Geheimnisse. Genau, richtig, ja. Ne, war schwer, ne? Also, aber dein Anfang war echt scheiße bei St. Pauli, ne? Jetzt mal ohne Witz. Anfang war Katastrophe, ja. Vor Der Anfang war eigentlich recht schön, weil da habe ich ja bei den Amateuren angefangen und wurden ja gleich Oberligameister und durften aber nicht aufsteigen, weil die Profis, abgestiegen sind. In der Liga. Da stelle ich mir aber so auf, warum können dann nicht, es geht nicht, ne? Wenn beide Vereine in einer Liga spielen. Nee, 2 Mannschaften aus einem Verein in einer Liga ist einfach verboten. Aber du solltest doch auch schon viel früher gecatcht werden, ne? Für den St. Pauli. Hast du dagegen entschieden? Mhm. Und du bist irgendwann bei der Hasenfrau gelandet. Ja, das war in der A-Jugend. Da war aber St. Pauli noch gar nicht so. Ach, da war es noch gar nicht Thema. Ach so. Aber du hast dich trotzdem mal dagegen entschieden, ne? Wo bist du nochmal geblieben? Nach Norderstedt. Norderstedt, genau. Ja, hatte ich ein besseres Gefühl, weil die sich sehr um mich bemüht haben. So, bei St. Pauli habe ich auch ein Probetraining gemacht, eine Woche lang. Okay. Und da also Filipkowski, jetzt ja Chef Nachwuchsleistungszentrum, die wollten mich gerne haben. Und ja, aber da, der letzte Funke, der sprang dann irgendwie nicht über. Also da hat sich Norderstedt richtig ins Zeug gelegt. Ich glaube, haben 5-mal die Woche angerufen und gefragt, wie es denn jetzt ist und auch wenn sie mal treffen wollen. Okay, dann müssen wir. Und dann hatte ich halt so vom Trainer. Doof war, dass Norderstedt am 2. Spiel der Trainer, der mich wohl entlassen wurde. Nein. Ja, da kam ich dann auch kurz ins Grübeln. Ach, scheiße. Also ich war an dem Punkt war ich schon am Grübeln. Ne? Also wenn du, keine Ahnung, Dauerkarte hast und die ganze Zeit ins Müller-Tor rennst und dann ruft der Verein an und fragt, ob du das spielen möchtest, dann... Deswegen fand ich das so krass, dass du gesagt hast. Genau. Nein. Aber das ist halt so ein, ne, Bauchentscheidung, Herzentscheidung. So. Da hatte ich das Gefühl, so da
fühle ich mich ein bisschen wohler noch bei. Ja. War jetzt auch noch nicht so die ganz große Nummer. Genau. So, Norderstedt ist so, wie so, kann man ja hier auch gut lesen. Ja. Immer so Step by Step. Genau. Und das war so der gute Zwischenschritt, der mir noch fehlte. Und im Jahr drauf, als St. Pauli anrief, also eigentlich hatte ich ja noch Vertrag in Norderstedt, die haben dann die Fußballabteilung irgendwann abgemeldet und dann standen wir mitten in der Saison oder mitten in der Vorbereitung auf die Saison da und sagten, ja und nu? Gibt's nicht mehr. Und das kann man doch aber auch nicht machen. Aber ist das nicht vertraglich geregelt irgendwie? Du musst doch da, kannst du nicht sagen, Leute, den Verein gibt's nicht mehr, also es gibt uns nicht mehr. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde die Fußballabteilung halt abgemeldet. Ne? War das absehbar vorher, aber habt ihr damit schon gerechnet? Nee, gar nicht. Also deswegen, ich war auch völlig perplex, als der Tag gekommen ist, weil ich war gerade auf dem Weg zum Training nach Norderstedt und da rief mich Stanis Trauzeuge, Marc Fascher, damals Trainer bei Cordi Hamburg, okay, an und fragte, was ich denn jetzt mache, wo ich denn jetzt hingehen würde. Ist ja wie zum Training, also ich bin ja gerade auf dem Weg dahin. Achso, hast du mal mitgekriegt, euch gibt's nicht mehr. Nein, du wurde nicht mal vorher in einem Meeting. Das ist also ja schön, dass ich die Info von dir jetzt bekomme. Was ist das für ein Trainer, von wem, von was? Concordia Hamburg war der früher. Okay. Der ist jetzt bei Rot-Weiß Essen und wie gesagt, Best Buddy mit Stani. Mit Stani. Die finde ich ja toll. Ja, ich auch. Ja, alle mit Stani toll. Alle, ja. Und dann bist du zu St. Pauli Amateure gegangen. Ja, genau. Und da steht in dem Buch, dass keiner von den Profis da jemals kommt und guckt wirklich? Also nee, von den Trainern und von damals, damals war das. Also da sind wir jetzt, haben wir echt eine Luxussituation. Früher war das so. Fünftes Rad am Wagen, so gut, müssen wir haben, hat jeder, aber irgendwie so richtig draus ziehen. Ja, genau, aber dann bist du ja trotzdem dann zu den Profis gekommen. Ja, also die schwärzeste Stunde des Vereins, der Abstieg in die dritte Liga, war letztlich mein Glücksfall. Okay. Weil sonst hätte es keiner, wir sind ja mit 5, 6 Spielern aus dem Amateurkader und aus der A-Jugend in den Profikader, in die dritte Liga gerutscht. Okay. Was hätten die Liga gehalten, hätte von uns nie jemand da in der Lizenzabteilung irgendwie Land gesehen, sondern dann wäre das nach wie vor so weitergelaufen. Insofern ist ja auch jeder Abstieg immer eine Chance. Also auf jeden Fall. Obwohl dein erstes halbes Jahr wirklich scheiße da war. Du warst irgendwie krank. Ja, genau. Dann durftest du nicht mehr spielen. Verletzt, und genau. Der Trainer Gerber hat gesagt, mach mal lieber Polizei. Mach mal hier Kriminalpolizei. Reicht nicht, genau. Reicht nicht für die dritte Liga. Das kann doch nicht sein. Hast du den jemals wieder getroffen? Ja, öfter mal, ja. Und hat er sich irgendwann mal aufrichtig entschuldigt? Ich habe das völlig falsch eingeschätzt, Herr Boll. Nein? Nee, nichts dergleichen. Also, krass. Er hat schon gesagt, so irgendwo mal im Interview hatte ich das mal gelesen, dass er sagte, nee, so war das nie und er hält mich durchaus für einen guten Fußballer, aber okay. Naja, wie es halt so ist. Fußball ist schnelllebig. Also wollte ich dich auch fragen, wie schaffst du, bist ja nie zu Hause wahrscheinlich, ne? Du bist ja Oberhauptkommissar. Nein, nur Ober, ohne Haupt. Für mich ist er Oberhauptkommissar. Er ist Oberkommissar. Wenn es die Amtsbezeichnung geben würde, dann wäre ich. Dann wäre er das auf jeden Fall. Er hat noch nie eine Uniform getragen, keine Streife, keine bla bla bla. Da ist mal einer gut vorbereitet. Ja, natürlich, weiß ich. Sehr gut. Normal. Das sind wenigstens. Ja? Ja, yeah. Selbst nach 12 Jahren, wo das... Wo du es 1000 Millionen Mal gesagt hast. Ich habe es ja auch irgendwann abgeblockt. Ne? Also es kam ja gerade zu Erstliga-Zeiten, wenn natürlich jeder Hans und Franz auf diesen Zug, Bundesliga-Profi, der nebenbei noch arbeiten geht. So. Ja klar, das ist auch besonders. Aber, das ist ja, sicher. Ich habe es auch irgendwo verstanden, dass es irgendwie mediales Interesse weckt und so weiter. Und dass Otto Normalverbraucher zu Hause sitzt, sich das Sportstudio anguckt und denkt, warte, der spielt erst Liga und arbeitet noch? Boah. Aber für mich war das jetzt nie abendfüllend, das Thema, weil ich kenne es ja nicht anders. Und zum Zweiten, wenn du die Geschichte 7 Jahre lang erzählst, immer und immer wieder, irgendwann hast du auch keine Lust mehr. Keinen Bock mehr, nee. Das glaube ich. Habe ich dir jetzt das Thema weggenommen? Nee, ich wollte über den weißen Ring noch was wissen, aber das machen wir einfach später. Ja. So, aber ich will nochmal zur Hasenfrau zurück. Mhm. Es gibt nämlich eine Geschichte, dass du zum HSV, du hast in der Jugend da gespielt. In der A-Jugend, ja. Genau, in A-Jugend. Eine Saison. Ja, genau. Reicht ja auch. Und du bist vor allem zum Training einmal mit dem St. Pauli-Trikot gekommen, was ich arschgeil finde, muss ich mal sagen. Aber der Trainer... Nicht. Ja. Das musst du bitte erzählen. Du bist da reingekommen mit dem St. Pauli-T-Shirt zum Training. Ja, da hatte jeder noch seine halb privaten Klamotten. Wir haben schon gut ausgerüstet gewesen, so kurze Hose, stutzende Schuhe und so weiter. Aber obenrum war es halt ein bisschen dünn. Und dann dachte ich, na gut, hier läuft ja jeder Hans und Franz irgendwie mit irgendwelchen Trikots rum, dann zieh ich mal St. Pauli-Trikot. Ja, aber hast du das wirklich nicht? Wusstest du nicht, dass das eine Oberprovokation ist? Ja, was ist Oberprovokation?
wusste ja auch jeder in der Mannschaft, dass ich St. Pauli-Fan bin. Ja. Also insofern war es ja kein Thema. Ja. Und den Spielern war das ja eh nie ein Thema. Also, aber der Trainer fand das scheiße, oder? Nee, der Trainer hat es ja gar nicht mehr mitgekriegt, weil auf dem Weg von der. Man muss ja damals HSV-Trainingsgelände in Norderstedt, da rennst du ja ungefähr 5 Kilometer zum Platz. Und dann auf dem Weg von der Umkleide zum Platz wurde ich vom Jugendkoordinator, keine Ahnung wie, angehalten. Ach, gar nicht vom Trainer. Und sagte: Moment mal. Direkt umziehen. Ist das schlimm oder ist das schlimm? Jetzt mal ehrlich, ich habe mich ganz doll empört, als ich das... Ja, für wen jetzt? Für die! Ja, scheint ja so. Ja. Also ich bin eben mit HSV, es ist schwierig. Mein erstes Fußballspiel war ich 12, St. Pauli gegen HSV im Volkspark. Ja, im Alten. Ja. Mhm. Und gab derbe Ärger danach. Mhm. Ich habe auch Freunde, die HSV-Fans sind, alles gut, sind ja nicht alle so, aber... Da hat man schon Probleme, ja, oder? Du auch. So also mit Pauschalisierung sollte man sich eh immer das zurückhalten. Das ist ja nicht, ne? Sag ich, ja, es ist aber ich nur ein Teil. Ich habe ja auch ganz viele und dieses Gefrotzel ist ja auch mal ganz lustig. Und ja, weiß ich nicht. Nee, weiß ich auch nicht. Ja, im Fußball geht es nicht um Leben und Tod, es geht um mehr. So. Im Fußball geht es rauf und runter. Ja. So, 12 Jahre, St. Pauli, jetzt bist du raus. Hast du geweint? Ja, kann man ja auch nachgucken. Im Ende. Nee, das war echt so sehr emotional. Also ich dachte immer, ich reiß mich zusammen, aber ich habe auch gesagt, egal wie es kommt, ne, ich lasse mich mal überraschen, aber ich werde auch nichts zurückhalten, wenn es so ist. Und als ich dann in Ehrenrunde war und T.S. Uhlmann noch sein Liebeslied gespielt hat und dann war es um mich geschehen. Aber Höllenhunde, es war der Abschied von Fabian Boll. Ja. Da hat das aktuelle St. Pauli-Team gegen Fabian Boll und seine Weggefährten gespielt, die Höllenhunde. Ja, sag mal das Ergebnis, wie es ausgegangen? Ja, 5-1 für die Höllenhunde. Aha. Jetzt mal ohne Scheiß, war das nicht ganz deprimiert für die St. Pauli-Spieler? Ja, ich glaube, so haben sie es auch nicht vorgestellt. Aber. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, letztlich war es ja, das war jetzt auch nicht so mehr der emotionale Tag für mich. Und das war einfach wie so ein Klassentreffen. Ja. Ich habe mich schon Wochen vorher darauf gefreut, so wirklich alle, da waren ja 12 Jahre erst St. Pauli, also keine Ahnung, über 1000 Spiele für St. Pauli, alle auf dem Haufen nochmal und mit Stani an der Linie und Andi Bergmann, der mir damals die Chance gegeben hat, an der Linie und so die alten Zeugwerte und Physios und... Ach, die waren auch alle da, oder was? Alle komplett. Du wirst in diesem Buch. Ja. Du hast nur positive Eigenschaften, steht da drin. Du bist bescheiden, du bist hilfsbereit, du bist freundlich, du bist lieb, du bist harmoniebedürftig. Jetzt mal ohne Witz. Gibt es auch irgendwas? Harmoniebedürftig ist was Gutes? Auch. Besser als ein Krawallmacher. Ja. Aber gibt es nicht irgendwas? Bist du vielleicht ganz doll eifersüchtig oder irgendwas, was nicht cool ist? Warum nicht? Ich glaube, was mir hilft, ist wirklich diese echt eine Gelassenheit. Also einige sagen, das ist eine scheißegal Einstellung, aber so dieses Leben und Leben lassen. Ja. Weißt du? Das hast du so, richtig in der Blutbahn. Ne? Also es gibt ganz, ganz wenige Dinge, worüber ich mich wirklich aufrege. Ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, Erziehungssache wahrscheinlich, oder? Aber hast du sonst... Komm, faul. Bist du faul? Manchmal. Ja, was heißt... Ach, wir lassen das Thema. Zu Hause könnt ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr anpacken. So. Okay. Das ist halt immer das Los. Ja, aber was ich meine mit schlechter Eigenschaft. Wir lassen das. Der Typ ist einfach... Der ist einfach ein guter Typ. Da kriegt man nichts. Alle, die was anderes behaupten, lügen. Ganz genau so. Ja. Und du bist Oberkommissar. Ja. Ne? Und du hast mit Betrugsfällen zu tun. Ja. Jetzt nur noch. Früher. Womit noch vorher? Auch alles so. Körperverletzungen mit Drogen. Ja, aber hast du mal eine ermordete Leiche? Nein. Nee, ne? Spezial, Mordkommission. Nichts mit zu tun. Gar nichts. Ja. Wolltest du auch nie? Nee. Da hast du kein Privatleben mehr. Nee, da wirst du, schief, bei der Mordkommission wirst du schief angeguckt, wenn du um 22 Uhr das Büro verlässt. Und okay. Ja. Krass. Willst du was trinken? Du hast nichts mehr. Ach, fangen wir wieder von vorne an. Nein, ich möchte noch ein Bier, aber möchtest du irgendwas? Ja, Wasser oder so. Wasser? Ja. Oder Saft? Oder Ginger Ale oder Cola? Ginger Ale. Ja? Ralf Gunnisch, darf ich zitieren, der Champagner der Softgetränke. Also, ich habe von einer Party gelesen, auf der du warst. Da war eine Frau, die dich wohl extrem heiß fand und die... Die war eine Heidmoor. Die was? Die war eine Heidmoor, die Party. Hm? Okay. Und da bist du in deinem Zimmer, bist du dann abgehauen vor der Frau, in ein Zimmer rein, fühltest dich gefangen, bist aus dem Fenster rausgesprungen, weil das ja nicht so hoch war, hast aber nicht gesehen, dass da eine Kellertreppe war, wo du dir eine Platzwunde zugezogen hast. Richtig. Kennst du nicht einfach sagen können, lass mich bitte in Ruhe? Da bist du nicht so der Mann, ein Mann der klaren Worte, wenn er etwas nicht möchte. Hab ich eine Schwäche. Siehst du, ich habe eine gefunden. Mhm. Ich selber habe sie gefunden. Nee, ich wollte dem Ganzen so ganz elegant
aus dem Weg gehen. Ich glaube, die Dame hätte es auch gar nicht mehr kognitiv auf die Reihe gekriegt, ja, aufgrund des Alkoholpegels. Und, das ist so lustig. Ja, ich habe sogar noch aus dem Fenster geguckt. Und dann waren ja überall schöne Büsche gepflanzt. Und dachte, ja, boah, Pi mal Daumen, Meter, Meter 20. Ja, geht ja. Da war eine Treppe. Der Kellereingang mit Wellblech. Und dann, ja, dachte ich, jo, springen. Und dann ging es aber nochmal 2 Meter runter. Und ist das beschissen. Und dann bist du ins Krankenhaus. Ja. Dann bist du wieder mit blutverschmiertem T-Shirt und frisch. Hallo, für eine gute Party. Aber du nicht, doch nicht so ganz ohne, ja, du. Ja. Hm? Oder? Ja, ich kam eigentlich gar nicht auf die Idee. Mein Vater hat mich auf die Idee gebracht. Wieder zurück zur Party zu gehen? Ja. Jetzt kommen die Facebook-Fragen, Leute. Eigentlich habe ich eine Ziege dabei, aber die ist irgendwie weg. Ich weiß nicht, wo die ist. Die Ziege weg. Ich hatte eine Ziege hier, die gibt es nicht. Ist egal, ja, musst du nicht verstehen. Facebook-Fragen. Die erste Frage ist, ja, wie viel Einfluss hat der Trainer auf einen Sieg oder eine Niederlage? Boah, was immer zerrissen ist. Auf einen Sieg und eine Niederlage herzlich wenig eigentlich. Auf so eine Reihe? Ja, auf eine ganze Saison schon. Ne? Also der muss dir eine Idee vermitteln, so wie er Fußball spielen will. Mhm. Und das Entscheidende ist immer, Fußballer sind ja, ich will nicht sagen einfach gestrickt, aber die brauchen irgendwie was an die Hand. So. Ja. So, und ist natürlich auch eine didaktische Frage, kannst du es rüberbringen als Trainer, deine Ideen? Kannst du den Jungs das vermitteln und sagen, so und so ist der Plan. Und ich lese ja gerade sehr viele, das habe ich meinen Jungs auch gesagt, als ich interimsweise Trainer war, ich habe ganz viele Bücher gelesen, so über Trainingslehre und so. Ich muss ja auch meine Trainerscheine machen jetzt und so weiter. Und da geht es immer nur um Technik, Taktik, Athletik. Aus diesen drei Komponenten setzt sich der Fußball zusammen. Aber was mit Herz und Gefühl und für Dankeschön. Die Spieler? Ja. Das wird immer, ja, gar nicht erwähnt. Immer unter den Teppich gekehrt. Ich sag, das ist das A und O. Das wollte ich gerade sagen. Wenn du deine Spieler catchen kannst, das ist ja letztlich das, was uns damals so erfolgreich gemacht hat. Heutzutage, alle Spieler sind besser, die jetzt bei FC St. Pauli spielen, als wir damals. Also von der technischen... Wir verlieren immer im Moment. Ja, aber von der technischen Ausbildung, von der taktischen Ausbildung, von der Athletik sind die alle besser. Aber glaub doch nicht, dass wir damals als Drittligist im Halbfinale gegen Bayern München im Pokal standen und 2 Bundesligisten und 2 Zweitligisten rausgefeuert haben, weil wir technisch, taktisch oder athletischer waren. Weil ihr... Ja, weil wir sie auffressen wollten. Ja, ja, genau. Genau. Zweite Frage. Ja, die lautet... Was war dein spannendster Fall, den du je gelöst hast? Als Kripo. Boah. Ja, pff. Sag doch, ich bin auch ganz neugierig, bitte. Boah, ich muss dich jetzt echt enttäuschen. Gibt's keinen spannenden? So ein Graupass, man richtig mit... Hey, so einem Diamantenraub. Auch nicht zuständig für... Für was bist du denn zuständig da? Ja, sag ich doch, Betrug. Ja, aber doch nicht bei Ehemann und Ehefrau. Ich meine, das muss doch irgendwas, ja, mit Geld zu tun haben. Ja, sicher, sowas, genau, oder? Genau. Gibt ganz viel. Entweder kauft man was und bezahlt nicht, oder man kriegt Geld, aber liefert nicht. So, das, ist so das, die, ist das. Das sind so die gängigsten. Also man sitzt in seinem kleinen Kosmos und... Und du machst auch ganz viel Büro einfach, ne? Ja, also, ja, in der Linie. Ja, ja, klar. Verhöre? Vernehmungen. Ja, aber Verhöre, wieso? Vernehmungen. Verhöre kann man auch sagen. Ja, der Tatort, der Tatort kann das sagen. Ja. Also, wenn man sieht, wie Tatort ist, oder Cobra 11, kennst du Cobra 11? Ja, habe ich immer nicht geguckt, aber kenne ich vom Namen, weiß ich, dass es das gibt. Ja, denn das ist ungefähr, was ich mache. So. So? 3 Explosionen, 2 Magazine leergeschossen am Tag. Das machst du! Ja, das ist ungefähr mein Tagesgeschäft. Aha. Ja, wir gehen in die Verhörecke. Jetzt geht es nämlich in die Verhörecke. Und nicht in die Vernehmecke, sondern in, ja, die Verhörecke. Ja, mach Verhör draus. Okay, gut. Ich freue mich. Wenn hier in Deutschland keiner mehr leben würde, den du kennst, in welches Land würdest du gehen? Schweiz. Hast du deine Beine versichern lassen? Nein. Hattest du schon mal nach einer Party einen Blackout? Ja. Du darfst auch mit mehreren Worten antworten. Ja, im Extrem. Was ist deine beste Eigenschaft? Gelassenheit. Kämst du mit Armut klar? Armut liegt ja im Auge des Betrachters, aber generell schon, ja. Ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Unter welchem Trainer würdest du gerne mal oder nochmal spielen? Holger Stanislawski. In Jung. Wie lässt du deinen Frust nach einem verlorenen Spiel raus? Hab selten Frust und wenn, ich komme eher runter und höre ein bisschen ruhige Musik, das hilft. Mit welchem Prominenten würdest du gerne mal einen Tag tauschen? Angela Merkel. Das ist die Standardantwort, oder? Nee, ich auch nicht eigentlich, aber... Wovor hast du am meisten Angst?
Krankheit für mich oder Familie, in erster Linie Familie. Beschreibe dein Gefühl für den FC St. Pauli in 3 Worten. Glaube, Liebe, Hoffnung. Vielen Dank für die Verhörecke, herrlich. So, vielen Dank für die Verhörecke. Ja, bitteschön, hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Du hast deine Beine nicht versichert. Nee. Hast du nie dran gedacht? Nee. J-Lo ihren Arsch versichern lassen. An Arsch hätte ich nochmal gedacht, aber... aber die Beine wolltest du nicht, oder was? Nee? Ach, wozu? Fabian, wir singen. Kannst du singen? Schlecht, aber gern. Dann sind wir genau ein Team. Hallo, ich stand in der Kurve. In der Kurve? Da muss man singen. In der alles begann. Und wo singen wir? Hier. Ja. Achso. Ich hole jetzt den Gitarristen. Bist du einverstanden? Ich bin dabei. Ist nicht gut. So, Leute, ich starte. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Sera, sera, whatever will be the champions of Germany, FC St. Pauli. When I was young, I fell in love. I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows? Will after day? Here's what my sweetheart say. Que sera, sera. Whatever will be the champions of Germany. FC St. Pauli.